So, bevor wir uns mit weiteren Kreaturen beschäftigen, geht's erstmal mit den Börnensprüchen weiter. Ich habe sie mal, damit es einfacher ist, raussortiert und hier ins Sideboard gepackt. Das dient allerdings lediglich der Übersicht. Zunächst haben wir natürlich Galvanic Blast. Galvanic Blast ist im Endeffekt nichts anderes als ein komplett besserer Schock. Schock macht zwei Schaden an Spieler oder Kreatur. Ganz klassische Karte, ihr seht, hier habe ich einfach das Motiv der 6. Edition genommen, das gefällt mir einfach gut und deswegen das genommen. Galvanic Blast macht also genau dasselbe wie Schock, hat allerdings die Möglichkeit für den recht unwahrscheinlichen Fall, dass wir doch mal drei Artefakte haben, 4 Schaden zu machen. Im Klartext heißt das also, ihr packt zunächst Galvanic Blast in euer Deck und falls ihr danach noch weitere Schockeffekte haben möchtet, erst dann packt ihr Schock rein. Es gibt keinen objektiven Grund dafür, Schock über Galvanic Blast zu spielen. Ein weiterer, ja, in Anführungszeichen, Birnspruch stellt Godshot dar. Godshot, ihr seht, phyrexianisches Mana. Phyrexianisches Mana bedeutet, ihr könnt entweder ein rotes Mana bezahlen oder ihr bezahlt 2 Leben. Im Klartext also könnt ihr Godshot auch kostenlos spielen. Genau das ist auch seine Stärke. Godshot allein ist nämlich gar nicht so gut. Es macht gerade mal einen Schaden. Es ist also nur ein halber Schock. In der Regel ist es also nicht gerade effizient, auf den Gegner diesen einen Schaden zu spielen. Doch wann macht ihr es? Ihr macht es genau dann, wenn ihr zum Beispiel Blutdurst auslösen möchtet und unbedingt, entschuldigt bitte kurz, unbedingt diesen Schaden braucht an den Spieler. Dann habt ihr also hier die Option, zum Beispiel wenn ihr einen zweiten Zug Blutdurst braucht, einfach kostenlos den Spruch zu spielen. Ihr nehmt halt dann selbst 2 Leben, das ist kein Problem, unsere Spiele sollen ja schnell gehen. Und ihr bekommt Blutdurst und könnt so eine Kreatur für 2 Mana spielen. Eine weitere Stärke am Blutdurst ist es, dass es im aktuellen Format sehr viele Kreaturen mit einer 1 hinten gibt. Ich habe ja vorhin schon viele aufgelistet, wie Grim Lavamancer oder Stormcloaknobel. Wenn ihr zum Beispiel das Mirror Match spielt, das heißt im Klartext Red-Tag Wins gegen Red-Tag Wins, dann wollt ihr vielleicht eine Antwort haben, wenn euer Gegner mit Stormcloaknobel anfängt. Ihr legt auch rein und ihr wollt dann nicht blocken. Dann habt ihr die Option, auch einfach 2 Leben zu bezahlen und mit Godshot den Stormcloaknobel zu besiegen. Aber auch die ganzen anderen One-Drops, die ich erwähnt habe, haben ja alle eine 1 hinten. Damit ist Godshot, also auch im Mirror, eine gute Antwort. Aber auch viele andere Decks spielen Karten wie Inkmoth Nexus. Und damit bekommen die auch auf diese eine Antwort. Damit ist Godshot im aktuellen Meta eine sehr starke Karte. Es lohnt sich davon, viele im Main Deck zu spielen. 2 bis 3 Exemplare scheint genau richtig zu sein. Manchmal gibt es auch Listen mit 4. Die solltet ihr für euch ausmachen. Wenn ihr also 4 Red Deck Wins erwartet oder eben Inkmoth Nexus Decks, dann kann sich Godshot viermal vielleicht im Main Deck lohnen. Kommen wir zu den 2-Mana-Sprüchen. Incinerate natürlich deutlich schlechter als Lightning Bolt. Lightning Bolt macht dasselbe, kostet nur ein Rot. Hier haben wir ein Rot und ein Farblos. Und dennoch bekommen wir für 2 Mana 3 Schaden, die wir zu jedem Zeitpunkt austeilen können. Dass die Kreatur nicht regenerieren kann, ist dabei im aktuellen Meta allerdings eher irrelevant. Arctrave für 2 Mana stellt eher eine Sonderrolle dar. Diese spielt man nicht unmittelbar für den Schaden an Spieler. Bisher haben wir ja nur Karten gespielt, mit Ausnahme von Godshot, die eher Schaden an Spieler machen sollen. Arctrave sorgt dafür, dass eure ganzen Kreaturen, die ihr habt, auch durchkommt. Die Aufteilung, dass ihr 2 und einen Schaden auf Kreaturen machen dürft, ist nicht nur im Mirror sehr stark, sondern auch auf alle Decks, die zum Beispiel Token spielen oder ebenfalls viele Kreaturen haben, die unsere Kreaturen auf dem Weg hindern. Alternativ könnt ihr aber natürlich auch einfach 2 Schaden auf den Spieler spielen. Kleiner Tipp: Hat der Gegner zum Beispiel keine Kreatur und ihr keine eigene, könnt ihr auch 2 Schaden auf den Gegner machen und selbst einen nehmen. Dieses gegen Control-Decks ist in der Regel absolut irrelevant, ob ihr den Schaden bekommt. Gegen Aggro-Decks würde ich dies aber nicht tun. Arctrave lohnt sich in den meisten Metas durchaus bereits im Main-Deck zu spielen.
Spätestens im Sideboard sollten sich allerdings Arc Trades befinden. Was ein Sideboard ist bzw. was darin für Karten drin sein sollten, darauf gehe ich zu einem späteren Zeitpunkt ein. Schließen wir die Burn-Sprüche noch ab mit den 3-Mana-Sprüchen. Hier haben wir einmal Wall Charge und Brimstone Volley. In der Regel wollen wir 4 oder 5 Sprüche spielen. Ihr solltet euch dabei in der Regel auf einen spezialisieren, also den einen viermal und den anderen noch einmal spielen. Mehr von dieser Kategorie würde ich nicht spielen, damit euer Deck nicht so klobig wird. Im Klartext, die Karten sollen ja alle günstig sein und wenn ihr zu viele Karten für 3 Mana spielt, kann es sein, dass ihr später nicht genügend Länder zieht, denn wir werden nur sehr, sehr wenige spielen. Schauen wir uns doch Vol Charge einmal an. Vol Charge ist zunächst ein Incinerate. Für 3 Mana klingt das erstmal nicht so toll. Profilerate bedeutet im Klartext Wucherung durchführen. Ich nenne diese Fähigkeit doch ganz gern, ich profiliere mich mal. Das regt in der Regel die Gegner ziemlich auf. Profilieren bzw. Wucherung durchführen funktioniert besonders dann gut, wenn ihr weitere Karten spielt, die Marken haben. Davon werde ich euch im nächsten Teil einige vorstellen. Damit bekommt ihr also mit Volcharge eher eine Synergiekarte, die ihr allerdings auf den Spieler Schaden durchführen kann. Wer es lieber etwas gröber merkt, der greift zu Brimstone Volley. Brimstone Volley ist wieder ein Incinerate-Effekt, allerdings macht Morbid ihn zu einer Lava-Axt, die nur 3 Mana kostet. Wir haben einen Haufen Kreaturen, die entweder abtauschen, oder vielleicht tötet ihr mit Gutshot auch kostenlos eine Kreatur. Schon könnt ihr den Morbid-Effekt auslösen, für 3 Mana 5 Schaden machen. Listen, die eher auf Burn basieren als auf Kreaturen, lohnt es sich besonders Brimstone Volley zu spielen, weil der Morbid-Effekt sehr leicht auszulösen ist. Aber auch sonst ist Morbid eigentlich nicht schwer. Was will denn der Gegner machen? Er kommt in der Regel nicht drum herum, unsere eigenen Kreaturen abzurüsten, zum Beispiel das Doomblade auf Stormcloak Knobel zu spielen. Und so können wir nach dem Kampf Brimstone Volley für 5 spielen. Damit steht Brimstone Volley also einen sehr, sehr starken Burnspruch da, im Grunde genommen sogar den stärksten. Im nächsten Part stelle ich euch weitere Karten vor, die vor allen Dingen darauf basieren, das Spiel mehr oder minder zu beenden.